Hallihallo, ich grüße euch. Heute frage ich euch, wie Sie mit der Kontorfarbe von Inkscape einfach so arbeiten können. Und von daher öffnen wir ein neues Projekt und dann kann ich euch einfach beibringen, wie Sie die Kontur ändern können, die Farbe, die Breite und alles. Also hier ist das Projekt nochmal leer, aber wir können zum Beispiel alles ändern, wie wir wollen. Und von daher, die Kontur ist ganz hier unten. Und wir können die Farbe ändern und auch die Breite ändern, wie wir wollen. Ich zeige euch im nächsten Video. Also, wir zeichnen zum Beispiel einen Kreis hier und die Deckkraft erhöhen wir, damit sie einfach besser sehen können. Und von daher geht es sehr schnell. Jetzt haben wir unseren Kreis und wir können mit beide Anfasser einfach so unseren Kreis größer machen, kleiner machen. Schmaler machen, alles einfach bewegen mit unserer Steuerungstaste können wir auch arbeiten. Sie sehen, wir können zum Beispiel solche Kreise erstellen oder solche Kreise hier oder ganz normal einen Vollkreis erstellen. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Kontur ist momentan schwarz, aber wir können sie sehen. Ich mache nochmal die Breite ein bisschen, die Breite der Kontur ein bisschen dicker, damit Sie besser sehen können. Erstmal in Zentimeter und dann können wir zum Beispiel 2 oder 1 Zentimeter. Ja, setzen. Dann können Sie jetzt besser sehen, die Kontur ist jetzt schwarz und wir haben die Möglichkeit, nochmal die Konturfarbe zu ändern, wie wir einfach wollen oder zu bearbeiten. Nehmen Sie die rechte Taste auf unsere Kontur und dann haben Sie das wir können zum Beispiel invertieren, wie Sie sehen, schwarz-weiß machen oder bearbeiten. Oder zuletzt die Farbe, die wir das letzte Mal benutzt haben, können wir einfach wiederholen. Und wir können zum Beispiel die Kontur undurchsichtig machen, indem wir einfach da drauf drücken. Und es wird einfach undurchsichtig und von daher können Sie genau die Farbe ändern, wie wir wollen. Und Sie sehen schon, was wir damit machen können. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, nicht nur die Füllung zu ändern, auch die Konturfarbe zu ändern, wie Sie gelernt haben. Und wir wollen jetzt einfach zeigen, wie Sie einfach mit dem Farbverlauf arbeiten können. Um die Farbe zu ändern, noch schöner zu machen. Entschuldigung. Dann drücken Sie die Steuerungstaste um F1 und dann holen Sie sich zum Beispiel eine zu leichte Farbe. Also hier zum Beispiel die Farbe, das ist schön. Und dann drücken Sie einfach drauf. Sie sehen schon, was wir erstellen haben, was wir hier gemacht haben. Und die zweite Farbe nehmen wir als die dunkle Farbe hier und die beiden Farben können wir einfach richtig kombinieren. Sie sehen schon, was wir hier machen und dann können Sie zum Beispiel diese Achse hier richtig positionieren, in der Mitte zu setzen und dann können Sie hinten hier bewegen und die Farbe können Sie, die beide Farben, die wir gemischt haben, können Sie natürlich hier oben nochmal richtig sehen, wie es ist. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, mit anderen Farben einfach zu kombinieren. Sie sehen schon, es ist nicht nur die schwarze Farbe, sondern wir können auch mit anderen Farben machen Sie einfach Ihr Test, wie Sie einfach sehen wollen und von daher wird es sehr schön. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Richtung einfach umzukehren oder ganz normal, Sie können auch so machen oder die Richtung umzukehren, wie Sie wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, hier einfach zu reflektieren. Es ist sehr schön mit der Reflektierung und Sie können zum Beispiel auch direkt machen. Es wird einfach so sein. Also von daher machen Sie einfach auch Ihr Test, wie Sie einfach wollen und es wird einfach sehr schön. Ich freue mich einfach, dass Sie fertig sind, natürlich drauf. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.